Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Planes. Heute möchte ich euch gerne mal zum einen den Chuck und zum zweiten den 86 LJH Special vorstellen. Beide Modelle sind Mitglied der 2013er Disney Planes Diecast Familie von Mattel und werden in Deutschland für 9,99 € verkauft. Und hier wie immer nochmal die Rückseiten der Verpackungen. Hier sind die beiden Modelle mit ihrem Namen nochmal abgebildet. Im Anschluss jetzt möchte ich die beiden gerne mal auspacken und dann schauen wir uns das Ganze mal näher an. Beide Modelle bestehen aus Metall und Kunststoff, sind im Maßstab 1:55 und der Hersteller ist Mattel. Kommen wir nun zur Verarbeitung. Anfangen möchte ich gerne mit dem Chuck. Am Chuck ist sehr viel Kunststoff dran. Das einzige, was hier wirklich aus Zinkdruckguss ist, ist das Führerhaus. Der Tank hier hinten mit den Kästen an den Seiten. Dann die Heckstoßstange mit den Anschlüssen, die Frontstoßstange und auch die Räder, die sich drehen lassen. Das besteht alles aus Hartplastik. Aus Gummi bestehen die zwei Rückspiegel und der Tankstutzen. Das Führerhaus ist vorn mit zwei Nieten am Unterboden befestigt. Und der komplette hintere Aufbau wird durch zwei Schrauben am Unterboden gehalten. Die Räder sind fest auf der Achse verbunden und lassen sich nicht gegenläufig drehen. Und das komplette Dekor, wie zum Beispiel die rote Motorhaube, das Grill, die Augen, hier hinten das Logo auf dem Tank und was sich sonst noch so an Dekor an dem Fahrzeug befindet, das ist alles aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Weitermachen möchte ich gleich mit dem 86 LJH Special. Hier besteht die obere Rumpfhälfte, alles was hier blau ist, inklusive der Haupttragflächen aus Zinkdruckguss. Das Cockpit besteht aus Plastik. Die untere Hälfte des Rumpfes, alles was hier rot ist, inklusive dem Heckleitwerk, das besteht aus Plastik. Genauso aus Plastik besteht auch der kleine Propeller, der auch drehbar ist. Das Fahrwerk ist mit einer Schraube von unten am Rumpf befestigt, besteht ebenfalls aus Plastik und die Räder sind drehbar. Auch dieses Flugzeug ist, wie man schön am Sechskant erkennen kann, mit den Playsets von Mattel kompatibel. Der Rumpf wird mit zwei Nieten zusammengehalten, vorn und hinten. Und das komplette Dekor, wie zum Beispiel die Sterne, dann die Augen, dann das Blau hier auf den Tragflächen und den Seiten, hier hinten die 86 und die Streifen und was sich sonst noch so an Dekor auf dem Flugzeug befindet, das ist alles komplett aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Im Anschluss jetzt könnt ihr euch die beiden Modelle natürlich wieder von allen Seiten betrachten. Ich möchte mich wie immer schon mal verabschieden. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst bitte das Abonnieren nicht.